Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zum Staffelfinale von Dr. Stone. Tja, nix hier mit Yoga Summer. Krass, wie haben sie das gemacht, dass sie so schnell da waren? Wie geil, so, ja, weißt du, mir geht's schon ganz gut, ja. Ach, jetzt weiß ich, was das für einen Sinn hatte. Ja, komm, Magma, nein. Wir töten hier niemanden. Schluss, aus. So. Jetzt so. Aber was machen Sie jetzt mit Yoga? Es ist noch nicht vorbei. Jetzt wird's erst richtig cool. Ah, kommen wirklich richtig coole Sachen. Ich kann es nicht glauben, dass es schon wieder vorbei ist. Das geht immer so schnell. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich bin mir so sicher, dass sie jetzt ganz am Schluss nochmal das Intro spielen. Ein kommt, es ist ein Muss! Prolog of Dr. Stone. Das hört sich so an, als würde es danach nicht mehr weitergehen. Wie er sich freut. Fuzzy Sickness. Der komische, der sieht so komisch aus, er hat keine Haare am Kopf. Das sieht ja witzig aus. Vor allem, er kam auf die Idee, ihm eine Fliege anzuziehen. Sogar noch das, was er vorher gemacht hat.
Manga Artist, okay. Ich habe eine Deadline, ich muss schnell fertig machen. Cool. Bis auf den Fuzzi. Ja, den gibt's ja auch noch. Oh Gott, nee, der spricht in der dritten Person von sich selbst. Ja, komm, als ob das irgendwie, als ob dir das irgendjemand abkauft, oder? Ja, all die Leute, die Tsukasa kaputt gemacht hat. Oh nein! Das war ein lustiger Akzent. Oh Gott, nein, er schreibt seine Memoiren. Sein Testament. Gott, er ist so dramatisch. Also warte, wenn sie Ding haben retten können, den Gen, wenn sie Gen haben retten können, dann können sie ja wohl Tsukasa auch retten, oder? Ja, ist das nicht ein bisschen viel Arbeit, wirklich jede einzelne Statue zusammenzufügen? Vor allem, da sind doch manche Steine gar nicht mehr übrig. Klingeling. Noch nicht. Komm schon, Senko, denk dir was aus. Boah, das habe ich noch nie gehört. Okay. Sodiumchloroacetat. Nicht wirklich, nein. Vor allem nicht die seine Handlanger. Oh, er will die Wunde zukleben, okay. Ja, aber muss er erstmal schauen, dass er keine inneren Verletzungen hat. Ja, ist nicht mehr blutet. Ja, aber wenn es innen drin weiter blutet, dann ist natürlich. Ach, das ist blöd. Hatten das Fenster angebaut. Ach so, jetzt haben sie ein gescheites Gefängnis gebaut, dass er nicht mehr ausbrechen kann. Ja, sie sind ja nicht wie du, ja? Die stellen sich nicht auf eine Stufe mit dir. Bla 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 bla. Ja. Ja, sag's ihm.
Also ich meine, zum Desinfizieren haben sie ja jetzt genug. Ich meine, jetzt müssen sie nur schauen, dass er nicht verblutet, ja. Hä, aber wie will er das machen? Hä? Was sind das? Ach, die Schwesterchen, okay. Ach Gott, jetzt operieren sie ihn, hä? Oh, oh nein, das kann sie nicht. Das kann sie auf keinen Fall, oh Gott. Ohne Betäubungsmittel? Ah, wobei, wenn er so ein starker Kerl ist, dann schafft er das schon. Ja, guck so, ich schaff das. Und er kotzt Regenbögen. Ja, komm, ich könnte da auch nicht zuschauen, ja, und ich bin erwachsen. Aber wie will er das machen? Ich meine, da muss er ja doch vielleicht einfach nur einen Teil in Stein verwandeln, oder? Und wie lange muss er ja dann in Stein bleiben? Also ich glaube nicht, dass er von Sepsis sterben kann, weil ich meine, sie haben doch jetzt genug Mittel, um das zu verhindern, oder? Aber halt, da müssten sie erst wieder Antibiotikum herstellen. Das dauert eine Zeit. Das haben sie ja bis jetzt nur einmal gemacht. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie er das machen will. Oh Gott. What? Nee, komm, das ist ein Trick. Garantiert ein Trick, oder? Nee. Ja, und wie soll das gehen in der Steinzeit? Vertrau mir und stirb. Oh Gott. Okay. Ja, aber kann man das überhaupt nicht verstehen, das geht so nicht. Er sagt es jetzt, aber ich weiß, dass er schon wieder einen Plan hat. Ich kenne ihn ja inzwischen. Der ist schon wieder ganz voll in Flamme. Ja, schon. Okay. Er hat das wirklich vor. Ach, eine Kryptokammer. Ach so, verstehe. Ja, aber das muss ja auch ständig überprüft werden, dass das noch wirkt. Dass es funktioniert, ja.
Aber das ist so krass. Ich meine, das funktioniert ja jetzt schon nicht. Und er will es in der Steinzeit bauen. Naja, es ist die einzige Möglichkeit, die er hat. Ach, das ist ja cool. Ah, so eine Art so ein Pökeln, ne? Jetzt haben sie es wirklich geschafft. Ja, aber wieso, hä? Ja, komm, das ist wirklich ein bisschen heftig, oder? Nee, der bringt ihn gar nicht um, weil dann könnte er ihn ja auch nicht mehr wiederbeleben. Er muss irgendwas anderes machen. In den Tiefschlaf versetzen oder sowas. Und wie wird das Ding mit Sauerstoff versorgt? Überall Senko draufsteht. Aber ich verstehe nicht, wie das genau funktionieren soll. Ich meine, du wirst runtergekühlt, aber du brauchst ja auch trotzdem Energie, Nahrung, Wasser. Oh mein Gott, das ist wirklich am Ende. Ach, die hat doch einen Sinn, die Lady. Okay, ich dachte, die wohnt da einfach nur so mietfrei. Wenn ich aufhöre zu zeichnen. Echt jetzt? Wie bitte? Aber ich verstehe jetzt nicht ganz, warum sie sich jetzt so freundlich unterhalten, was das ist. Jetzt muss er sich aber beeilen, weil nach 3 Minuten sterben ja doch die ersten Zellen ab im Hirn. Oh.
Aber ist es. Aber funktioniert das? Kann man denn eine Person, die gestorben ist, in Stein verwandeln und wiederbeleben? Ich habe das mal erwähnt, ich sehe das immer gern, wenn er seine Gefühle zulässt, weil normal ist er ja immer hier der logische Kerl, aber. Und man sieht ihn nie so wirklich oft, dass er seine Gefühle zugibt. Wow, jetzt haben sie echt ganz schön viele Leute dazu bekommen. Sie spielen es ja nicht das Opening, sondern sie spielen das Ending. Okay, cool, aber wie? Wobei ich kann es mir schon denken, was sie vorhaben, ja. Ja, damals ging das noch, da war ja diese Brücke, aber heute? Ja, cool. Genial. Captain Senku. Cool. Ich meine, braucht man den eigentlich? Er hat doch eh keine Aufgabe. Ich weiß, wer das ist. Ja, den kenne ich. Ja. Ja, aus und vorbei. Aber es war wie immer ein Genuss. Ich habe es sehr genossen. Es war lustig, es war spannend. Aber ich muss sagen, es hat sich im Gegensatz zur ersten Staffel ein bisschen gezogen. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass sie in diesen 10 Folgen nur damit beschäftigt waren, sich auf den bevorstehenden Krieg vorzubereiten. Ja, es gab ja auch in der ersten Staffel Momente, wo sie länger an Projekten gearbeitet haben, aber das waren dann 3 oder 4 Folgen. Das heißt, es war lang genug, um spannend zu bleiben, aber nicht zu lang, dass es langweilig wird. Ich muss allerdings sagen, obwohl es sich ein bisschen gezogen hat, hat es dem Humor und der Spannung und den Überraschungen eigentlich keinen Abbruch getan. Also ich hatte nie das Gefühl, oh, es ist langweilig, ich schalte ab oder ich gucke das erst gar nicht fertig. Nee, ich wollte es trotzdem bis zum Schluss weitersehen und das ist ja doch was Gutes. Ich meine, es ist ja normal, dass
Serien hin und wieder so eine kleine Durststrecke haben, aber ich denke, wenn man wirklich bis zum Schluss gucken will, dann muss man da halt auch einfach durch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die dritte Staffel, weil das ist wirklich der Moment, wo ich dann auch angefangen habe, den Manga zu lesen und es wird wirklich richtig durchgeknallt. Es wird so cool, da kommen so viele coole Sachen dazu. Also ich bin wirklich hier total happy. Ja, soviel zu meinem abschließenden Fazit. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann like oder subscribe beim Folgen und danke fürs Zusehen. Bye, bye.